Ja, guten Morgen, liebe Facebook, YouTube, Instagram und TikTok-Freunde. Ja, ich bin heute mal wieder in der Stadt unterwegs, in der Essener Innenstadt, im Limbecker Platz war ich jetzt gerade. Das ist das Ding hier hinter mir. Und habe mir erstmal ein paar schöne Sachen gekauft. Hier zum Beispiel ein Weihnachtsfilm bei Saturn. Der gekostet hat ja 14,99 €. Da sind 18 Filme mit 1500 Minuten Laufzeit. Also das ist schon klasse. Da sind sechs DVDs drin mit verschiedenen Weihnachtsfilmen. Musste ich mal zuschlagen. Und natürlich dann auch noch fröhliche Weihnachten. Ne? Warum nicht? Ist doch günstig. Und bevor dieses 2G-Gedöns da kommt, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Ich stelle mich ja nicht wie auf dem Flughafen in irgendeiner Schlange und warte, dass ich in irgendeinen Laden komme. Da habe ich keine Lust drauf. Und ich gehe davon aus, dass das viele nicht mehr haben. Und ich habe auch schon gehört, dass der Handel Umsatzeinbußen jetzt von 50 bis 60% befürchtet. Das ist auch kein Wunder, denn ich gehe davon aus, egal ob jemand geimpft oder nicht geimpft ist, da hat keiner Lust drauf, sich bei Saturn oder in irgendeinem anderen Laden, der jetzt nichts mit Lebensmitteln zu tun hat, da anzustellen und Kontrollen über sich ergehen zu lassen, wie auf einem Flughafen. Ne? Deshalb werden die meisten Leute dann im Internet bestellen und dann gar nicht mehr einkaufen gehen. Mir tut der Handel leid, aber was die Politik da für eine Scheiße veranstaltet, das ist was, was ich einfach nicht verstehe. Ne? Und aber die machen ja sowieso, was sie wollen. Das ist alles planlos, ohne groß nachgedacht zu haben. Einfach mal, wir denken uns irgendwas aus und wir machen es dann. Ne? Dabei ist der Handel und vor allen Dingen der komplette Einzelhandel, die Geschäfte, die sind überhaupt gar kein Pandemietreiber. Die haben überhaupt gar nichts damit zu tun. Aber was soll man machen? Wir werden sowieso nicht gefragt. Wir müssen es so hinnehmen und Supermärkte, Discounter, Bäckereien und alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, ist davon ja eh ausgenommen. Aber wenn der halbe Einzelhandel nur noch mit 2G zugänglich ist, dann werden die meisten Läden in die Pleite gehen. Das ist einfach so, ne? Weil die Leute stellen sich nicht da an und lassen sich wie auf dem Flughafen da nach 2G und sonst irgendwas untersuchen. Das werden die nicht machen. Ne? Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die haben da keinen Bock drauf. Die sind schon genervt, wenn sie in der Bäckerei dauern, die einen Impfausweis oder sonst was rausholen müssen. Ne? Aber was soll man machen? Die Politiker bauen nur Scheiße und die kleinen Leute dürfen es ausbaden. Das war schon immer so und das wird sich auch nie ändern. Ja, und ansonsten lassen wir uns mal überraschen, was die Zeit noch so bringt. Wir haben ja heute schon den 3. Dezember, heute ist Freitag. Morgen kriege ich Besuch aus dem Sauerland. Dann werde ich nochmal den Besuch hier, den Limbecker Platz zeigen und auch die Innenstadt, bevor dann ab nächste Woche, denke ich mal, diese 2G-Regel kommt. Dann werde ich auch nicht mehr in die Stadt fahren, weil auf sowas habe ich einfach keine Lust. Da gibt es dann zum Glück ja noch den Online-Shop Amazon und viele andere und dann schauen wir mal, was die alles Schönes anbieten. Ja, ansonsten hoffe ich, geht es euch allen gut. Ich werde jetzt bald auch mal wieder ein schönes Video von irgendwelchen Getränken machen. Ich hatte in der letzten Zeit da keine Lust drauf, weil ihr wisst ja, dass vor knapp 4 Wochen meine Hündin Sandy gestorben ist und da ging es mir einfach total beschissen. Es geht mir immer noch beschissen, aber es ist mittlerweile schon wieder etwas besser. Aber ihr wisst ja nun selber, wenn man irgendwas verliert, was man geliebt hat, dann ist man halt am Trauern und hat einfach so auf nichts Lust. Das wird sich aber, denke ich, einfach mal mit der Zeit widerlegen. Wir müssen einfach abwarten, Tee trinken und mal schauen, was die Zeit so bringt. Ob ich mir zum Beispiel jetzt irgendwann wieder einen neuen Hund anschaffe, das weiß ich noch gar nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Mal schauen. Aber jetzt erstmal nicht. Ich habe ja noch einen Hamster, den ich versorgen muss, ne? Und da hat man zumindest zwischendurch mal so ein bisschen was zu tun. Dann kommt ja auch hin und wieder mal der Kleine zu mir. Dann hat man auch ein bisschen Ablenkung und morgen erstmal Besuch aus dem Sauerland. Und ja, ich lasse mir jetzt auch nicht verbieten von der Politik, mit wem ich mich treffe. Das werde ich nicht machen, denn noch bin ich ein eigenständiger Mensch, der sich selbst für sich selbst entscheiden kann, was er macht und was er nicht macht. Und wir haben schon letztes Jahr unser Treffen ausfallen lassen, weil ja letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt Lockdown war. Diesmal haben die Geschäfte auf, also muss man es nutzen und dann ist gut. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meine Kanäle bei Facebook, bei YouTube, bei TikTok und bei Instagram. Bis bald, macht's gut, ciao.